Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder der Commander am Start. Letztes Mal sind wir durch dieses Flugzeug da reingegangen und haben diese, naja, eher unschöne Sequenz, glaube ich mal, eher gesehen, wo dieses Sir, Flugzeug abgestürzt Kapitän, ist. ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Während die Atomen eingeschlagen Scheiße, sind, ja. ein Dämon! Mach ihn kalt, mach ihn kalt! Er kommt auf mich zu! Verdammte Dämonen! Mann, du schuldest mir was! Maul. Alles klar! Schnell, wir sind fast da! Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Wir kommen auf die obere Etage! Ah, blöden Viecher. Alles hör doch mal auf. Genau. Achso, der ist bloß festgebackt, hoppala. Theater ist hinter der nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort. Mir nach, schneller, schneller. Lauf doch jetzt. Komm her. Los. Hilf mir mal. Schneller, es kommen noch mehr. Verdammt, wir müssen den Eingang finden. Scheiße, es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geh zur Rolltreppe! Beeilung, schnell! Runter, die sind immer noch hinter uns her! Aufmachen! Aufmachen, Gott verdammt! Lass uns rein, ihr Bastarde! Rein, Bewegung! Ein Kinderspiel, was? Genau. Spaß, Alter. Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Ergibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführungen zu sehen. Die Faschisten machen sich bereit für den Krieg. Wovor flüchten Sie denn? Vor jeder Kampagne werden viele Leute im Reich sprechen, damit sie uns reinlassen zu sein. In der Zwischenzeit, wenn du dich einschreibst, bestätigen sie, dass du ein Mensch bist. Aber jeder, der als unnötig betrachtet wird, wird gejagt oder gehackt. Ihr seid also hier. Sind das alle oder kommen noch mehr? Wir sind alle da. Zwei Züge, wie vereinbart.
Sind unsere Leute aus dem ersten Zug schon reingelassen worden? Sie warten noch. Die machen unserem Chef die Hölle heiß. Er kann aber nicht viel daran ändern. Könnt ihr uns vielleicht schon reinlassen, während die diskutieren? Nein, können wir nicht. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Wenigstens die Kinder. Und die Älteren hier lassen? Nein, ihr wartet besser dort. Aber die erste Gruppe habt ihr reingelassen. Nein, die sitzen im Zug auf der Transferstrecke. Seid dankbar, dass ihr auf dem Bahnsteig seid, wo ihr etwas Platz habt. Verstanden. Na, ja, seht ihr. Wie kann das sein? Wir waren unser ganzes Leben im Reich. Und jetzt sind wir Freaks? Ah, das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir es. Wird nicht mehr lange dauern, bis unser Anführer die Station für sich alleine hat. Aber was machen wir denn jetzt? Leben. Und froh sein, dass unsere Schädel nicht jeden Tag... Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also ich habe die Regeln... Dankeschön. Schauen wir doch mal. Möchtest du mit ein bisschen mit mir reden? Nein, gut. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Ah, junger Mann, wie sehr hat dir mein geistreiches Schild gefallen? In dieser U-Bahn ist für jeden Platz. Für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwechsler und sogar für Bauern. Alle sind hier willkommen. Selbst lausige Schauspieler. Ich lebe am Theater, wo wir das Miasma des verfallenden Bolschoi-Theaters atmen. Diese Station ist mit den Geistern der Oper überbevölkert. Aber ist hier auch Platz für den besten Kritiker unseres einst so großen Landes? Teufel, nein! Ich sage die Wahrheit und werde mit Beleidigungen und Armut bezahlt. Ich sage, ihr seid eine Schande für den Namen des Bolschois. Und die Antworten, das Bolschoi gehört jetzt uns, uns allein. Die sind immun gegen Kritik. Die ziehen Geld der Kunst vor. Und diese armen Seelen, die durch die ganze Metro reisen, um das ruhmreiche Bolschoi zu sehen, werden für dumm verkauft. Die sagen, dass Kunst nur die Wohlgenährten interessiert. Aber, mein junger Freund, ich sage, dass selbst die Hungrigen Kunst brauchen. Denn über Erhabenes nachzudenken, dämpft den Schmerz des leeren Magens. Doch leider ist wahre Kunst schon seit 20 Jahren verschwunden. Übrig geblieben ist profaner Müll. Und so bleibt mein Hunger bestehen. Würdest du das, was wir verloren haben, vielleicht durch die Spende einer Patrone ehren? Also gibt es doch noch Männer, nicht nur Marionetten. Cool. Ich verabscheue mich selbst. Hier sitzen wir mit Gesell von Festbeleuchtung, während überall um uns herum Strahlung, Tod, Verfall und endloser Krieg herrschen. Tod und Verfall. Genau deshalb brauchen wir das Theater. Ein Gläschen Mondschein und eine Aufführung wärmen Körper und Seele. Ohne das kann es alles auch ebenso gut enden. V
feiere in Zeiten der Not. Wann also trifft unser Gast ein? Der Maskierte mit der Sense. Jeden Moment kann er da sein. Also trink auf. Prost. Wow, der Duft hier ist wirklich appetitanregend, Semenovna. Ist das irgendwas Neues? Neu, so wie Pilze mit Pilzsoße. Hey, nimm deine Finger vom Topf, sonst fängst du dir eine. Tut mir leid, Katja. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Vitya hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer ab. Aber Vitya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein, Vitya! Wir haben ihn dort begraben. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Lass sie. Ja! Zeig uns welche, die wir kennen. Wow! Das ist mal ein Dämon. So gruselig wie ein echter. Ja, er treibt an! Nein, Papa sagt, er schlägt mit den Flügeln, wenn er abhebt. Und mein Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Wir haben recht, Onkel Mischa. Das ist doch ein Dämon, oder? Nun, das ist in Ordnung. Lassen wir es einen Dämon sein. Aber früher gab es mal Vögel, die so aussahen. Vögel? Ist das so etwas wie Dämonen? Nein, sie waren wunderschön. Manche waren groß, aber kleiner als Dämonen. Vögel haben keine Leute angegriffen. Die haben einen morgens nur mit ihren Liedern geweckt. Und was für ein Tier ist das da? Könnte das ein Nosalis sein? Die Nase ist allerdings zu groß. Sergei, hat dein Papa dir von Tieren wie Bengel erzählt? Nein, und er war überall. Selbst in der Bibliothek. Sogar im Park. Er hat einmal einen Bären gesehen. Ist das ein Bär, Onkel Mischa? Es ist ein Elefant. So einen hast du Waren in diesem Buch schon mal gesehen. Elefanten gruselig? Könnten Dinosaurier sein, was von ihnen übrig ist? Die Elefanten waren groß, haben aber nie angegriffen. Nur wenn man sie provoziert hat. Aber wenn sie wütend waren, konnten sie dich zertrampeln. Das ist doch genau wie ein Nosalis. Papa sagt, wenn ein großer Nosalis anfängt zu rennen, zertrampelt er alles, was in seinem Weg ist. Sogar seine eigenen Kinder. Ja, sie könnten verwandt sein. Immerhin gab es Elefanten im Zoo. Obwohl die jetzt definitiv kleiner sind, wenn es die Nosalis sind. Und welche Sorte Vogel ist das? Das ist ein Schwan. Guck mal, der lange Hals. Ich kenne den Vogel. Der war in dem Buch. Und Mama hat ein Bild davon mit Zahlen am Rand. Es hängt bei ihr an der Wand. Richtig, das ist ein Schwan. Und warum seid ihr Jungs still geblieben? Habt ihr das Buch und diesen Kalender bei Tante Thomas gesehen? Oh, ich dachte, das wäre eine Art Mutant. Sieht wie das Bild aus. Ich würde hier in die Jahre bleiben, Mann. Ah, guck an. Nikitic, wann werden wir Mutanten futtern? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Und es hat so lange gedauert, das zusammenzusparen. Auf Nimmerwiedersehen. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Viel Glück! Komm wieder! Du gibst schon auf? Fisch. Waffen. Jeder hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Sieh mal, ich hab noch Geld für drei Tage. Kauf dir eine Waffe. Die Getränke gehen also auf mich. Brandgranate machen deinem Feind garantiert Feuer unterm Hinter. Mit dem Scheiß. Brauch was Krasseres. Für die Selbstverteidigung unabdingbar. Wo
Messer. Eine wirklich präzise Waffe. Und wenn du sie in einen Karabiner verwandelst, wird sie noch besser. Oh ja, stimmt. Ich müsste meine Waffen schnell noch aufpimpen. Anpassen. Besser. Komm jederzeit wieder. Gefällt mir. Das Zeug ist klasse. Besseres gibt's nicht. Das ist mein Platz. Dieser Typ kann bezeugen, dass ich schon seit dem Montag hier war. Ich bin es leid. Es ist nicht das erste Mal, dass ich wieder weggeschickt wurde. Ich weiß nicht. Es ist verboten. Nun, Artyom, ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Ich zwinge dich zu nichts. Komm nur nach der Sonne und wieder. Na komm, bisschen schneller laufen, bitte. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Die Aufführung beginnen. Maestro, wenn Sie so nett wären, der Konkon. Artyom, und? Hat dir die Aufführung gefallen? Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen! Oh, Pavel Igorevich, wie schön, dich zu sehen. Wo warst du nur? Magst du uns nicht mehr? Helen, ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Jana, lass mich mal dein Kugel benutzen. Unglaubliche Show. Und träumst du wohl? Du hast dein eigenes, nimm das. Das ist nicht gut. Artyom, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Wie auch immer, ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Zwei von unseren Spezialitäten vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Oh, weg. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiße über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Hau weg. Aber beeil dich. Wow. Also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit.
Komm schon, Artyom. Hau weg den Scheiß. Ja. Ach. Ja, wo war ich? Ah, ja. Ja. Jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier. Weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter. Bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Postmeister. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten! Nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Arschloch! Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Wer weiß auch immer, er ist auf jeden Fall ein hässlicher Wichser. Das zählt auf jeden Fall. Aber wir müssen dieses Mal leider wieder beenden. Es war krasser Inhalt. Habe ich auch ein bisschen hier diese Sozial-Dings da abgestaubt. Sieht man immer, wenn der Bildschirm so ein bisschen so blurrt, wenn er so aufblinkt, dann kriegt man so, hier Dings da, dieses Sozialzeug da, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Deshalb, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao, euer Commander.